Und damit herzlich willkommen zu einer neuen nassen Folge Minecraft Caves and Cliffs. Ja, ich habe also was das. Oh. Bro. Chill. Ja, ich habe mir kurz ein Bett gemacht. Also, es ist jetzt ja morgen. In der letzten Folge war es ja jetzt Nacht. Und jetzt, ja, jetzt habe ich geschlafen in meinem Bett. Ich habe mir jetzt ein Bett gemacht. Off Cam, hab dann gepennt und jetzt seht, ja. Naja. Ich frage mich aber auch, warum der Zombie dann gerade verbrannt ist, wenn es gerade am Regnen ist. Ja, egal. Aber bevor ich jetzt mit dem Video richtig starte, will ich noch mal kurz was sagen. Und zwar, ich habe jetzt einen eigenen Discord-Server. Oder was heißt, habe ich. Also, ich hatte den schon sehr, sehr lange, aber er ist schon sehr, sehr lange tot. Beziehungsweise, der schreibt halt keiner mehr rein. Deswegen, Leute, gebt mal unten auf den Link, tret mal bitte den Discord-Server bei. Damit wir zusammen schreiben können, beziehungsweise damit der Discord-Server ja so ein bisschen zum Leben erweckt. Und okay, ich habe mal ein paar Leute gefragt, und sie, mein Bruder, sie meinten, wir sollten doch ein Baumhaus bauen. Das würde ich sagen, finde ich eigentlich schon eine gute Idee. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir dann, es wäre vielleicht gut, wenn wir uns erstmal Kisten machen, damit wir schon mal den ganzen Scheiß hier kurz wegpacken können in die Kiste. So. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. So. Wobei doch die, obwohl nee, ich habe noch eine Axt. Würde ich sagen, gehen wir mal eben kurz in den Dschungel ein bisschen Holz sammeln, damit wir schon mal ein paar Materials haben für unser Baumhaus. Was ist, war das ein Baby-Ocelot? LOL, einfach ein Baby Ocelot ohne Mutter. Ah, da hinten ist die Mutter. Oh lol. Okay. Digga. Wieso verbrennen die Monster, obwohl es regnet? Alles. Ja, pff, okay. Okay. Ja, hier hat der Dschungel schon so ein bisschen. Also was heißt das? Also ja, der grenzt halt. Ja, ist halt die Grenze, ne? Ich würde das hier gerne schon so lassen, so ein bisschen weltlich. Dann wisst ihr was, gehen wir mal kurz hier den Berg runter und dann sammeln wir von da hinten ein bisschen Holz. Wäre, glaube ich, eine bessere Idee. Und. Oh, Junge. Und hier sind noch ein paar Melonen. Können wir mitnehmen. Melonen. Kennt ihr den Meme? Melone. Okay, sorry. So. Wenn ihr übrigens mal Wünsche habt für Videos oder für Let's Plays, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Dann werde ich vielleicht mal euren Wunsch nachgehen. Und dann, ja. Habt ihr dann so Dings. Ihr könnt mir auch übrigens mal, Dings, ich habe mal vor, mal irgendwann, jetzt nicht, aber irgendwann mal einen. Leute, sind Pandas. Ich habe mal vor, irgendwann mal einen Q&A-Video zu machen. Also wenn ihr schon mal Fragen habt, dann schreibt sie mir bitte in die Kommentare. Ich werde sie dann irgendwann, wenn ich das Video nicht da mache, dann beantworten. Was ich auch noch sagen muss, ich hab im letzten Part ein ziemlich offensichtliches, also einen ziemlich offensichtlichen Pillager-Outpost übersehen. Den werden wir natürlich irgendwann auch nochmal, cool. Also den werden wir irgendwann auch mal stürmen. Später. Aber erstmal geht der Bau unseres schönen Baumhaus vor. Danach können wir dann irgendwann vielleicht mal zurückgehen und mal zu diesem Pillager Outpost gehen. Es muss ja nicht, also es he also könnte ja sein, dass da auch in der Nähe ein Dorf ist. Also es muss ja nicht unbedingt sein, aber es ist trotzdem gut möglich. Von den Dingern kriegen wir übrigens Kakaobohnen. Dann können wir vielleicht mal so Kekse backen oder so. Warte mal. Ah. Haben wir jetzt Kakaobohnen? Ja, 2 Stück. So. Dann bauen wir noch so ein paar Bäume ab und dann geht's auch schon. Oh mein, Leute, mal, hier ist eine Höhle. Okay, hier haben wir dann schon mal einen kleinen, wisst ihr was? Ich mache hier einfach mal eine Fackel hin. Und dann gucken wir uns die Höhle irgendwann mal an.
So, noch ein paar Kakaobohnen mitnehmen. Und zwar, ich habe von einem Freund die Info bekommen, dass man Dings, boah, ich dachte schon, Junge, what the fuck, dass man, wenn man, also man kann diesen Effekt beim Pulverschnee verhindern, indem man Lederschuhe trägt. Also man sinkt dann halt nicht mehr im Pulverschnee ein. Das habe ich von einem guten Freund den Tipp bekommen. Also danke. Grüße genauso an dich, falls du das Video hier siehst. Dann mal noch ein, zwei Bäume holzen wir noch ab und dann soll das, glaube ich, auch schon gewesen sein. Dann haben wir auch schon genug. So. Und noch den Baum hier. Ich weiß, ich bin mehr so der Fan vom Dschungelholz. Jetzt, also Eichen, also ich meine, Leute, Holz ist Holz, ne? Also da ist jetzt kein Unterschied. Aber also ich bin mehr so der Fan von Dschungelholz als wirklich vom Eichen oder Birken oder was weiß ich Holz. So, jetzt haben wir auch schon genug Holz gesammelt und gehen zurück zu unserem also zurück zu unserem Berg. Muss nur ein paar Millionen essen, ansonsten können wir gleich nicht mehr sprinten. So. Warte mal. Ich kann ja nicht cheaten, ne? Stimmt, ich bin dumm. Ich hab die Cheats hier ausgestellt. Sonst hätte ich nämlich mal gucken können, ob das normal ist. Das kann ja sein, dass das eigentlich sonnig ist, aber dass es irgendwie trotzdem noch regnet. Also wegen so einem Bug oder so kann sein, weil. Leute. Monster verbrennen nicht im Regen. Sie können nicht im Regen verbrennen. Mann. Ja, okay, also das müssen wir auch noch mal ein bisschen besser hinkriegen. Wird auch Zeit, dass wir irgendwann hier mal so eine Auf. Also, das kommt auch noch auf unsere Liste. Und zwar, wir bauen hier noch so einen Auf- und Abstieg. Ich habe jetzt keinen Bock, über hier diese ganzen Klippen hochzuklettern. Wenn wir zu unserem Baumhaus wollen. Ich meine, wer hat darauf schon Bock, ne? Niemand. Ja, genau. So, wo war das denn jetzt immer? Wo haben wir uns denn jetzt hier? Da. Hier ist unser Punkt, wo wir uns hier niedergelassen haben. Was ist das denn für ein Holz? Ich glaube, das ist Eichenholz, ne? Ja, Eichenstamm. Würde ich sagen, machen wir das hier so, ne? Dann der Baum wird es dann sein. Der Baum wird dann die Leiter zu unserem Dings. Immer. Hier haben wir noch Holz. Daraus können wir, haben wir noch Sticks, ja, ne? Ja, gut, drei Stück, ne? Jetzt ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Oh mein Gott. Alter, ich bin. Oh, ey, Alter, ich bin so lost, Leute. Ich bin so richtig lost. Ich habe mich verklickt, habe jetzt dafür eine Rockbench gebaut. Och, Alter, ich bin so lost. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Ich habe jetzt irgendwie, ja, ich glaube so 27 sollten schon mehr als genug eigentlich für diesen Baum sein, aber ja. Wobei, es ist vielleicht doch nicht so dumm. Dann haben wir schon mal eine Werkbank für unterwegs sein. Also da müssen wir nicht immer unsere Werkbank abbauen, wenn wir zum Beispiel verreisen oder so. Dann haben wir eine für unterwegs, wenn wir irgendwann mal also ein paar Gebiete erkunden zum Beispiel. War vielleicht jetzt doch gar nicht mal so dumm. So, hier ist dann die Leiter. Oh, ups. So. Die ganzen Ranken hier weg. So, machen wir dann uns hier so ein paar Dschungelholzbretter. Tropen, wie auch immer.
fange ja schon mal an, hier so schon mal den Boden zu bauen. So. Ich würde auch irgendwann hier noch Treppen hinbauen, aber das. Oh, das lassen wir jetzt aber erstmal so. Digga, heute das, Digga. Was machen die da draußen, ne, die dumm? Sorry. Also sorry, wenn ihr gerade so ein komisches Klappern hört. Junge, was machen die da? So. Warte, gehen wir mal kurz, ganz schnell. Autsch. Autsch, Gott, überall Zombies. So, down. Eben gut schlafen. So. Jetzt müsste es aber doch. Nee. Aber es müsste doch eigentlich hell sein jetzt, also. Tag. Also ja, es ist Tag. Also ich meine, es müsste doch jetzt eigentlich aufhören zu regnen, oder nicht? Ah. Das ist sehr belastend gerade. Jetzt haben wir hier noch einen scheiß Bug. Und hier wird dann, glaube ich, sogar unser Wohnhaus sein. Wir machen noch so, also das wird noch höher gehen, dann machen wir da noch eine Plattform und da oben noch eine Plattform. Boah, da fast runtergefallen. Wir werden jetzt hier nicht nur so ein Standart-Baumhaus bauen, sondern wir werden jetzt uns schon ein bisschen Mühe geben, mehrere Gebäude bauen und so. Also das machen wir jetzt ja jetzt nicht alles auf einem Drucker, sondern das machen wir alles irgendwann so, also ganz in Ruhe. So im Laufe des Let's Plays. Das ist so mein Ziel. Nochmal so als kleine Dings, so als Säule zum Abstützen. Ich meine, das ist jetzt in Minecraft nicht nötig, aber das ist trotzdem so als Deko so ein bisschen. Ja gut, oder jetzt sieht es natürlich nicht so schön aus, aber das wird irgendwann noch also besser aussehen. Glaubt mir, es ist jetzt nur so, dass. Das Loch müssen wir aber ganz schnell fixen. Ach ey, warum? Warum? Leute, ganz im Ernst, wieso? Warum? Ja, wenn da jetzt noch Gras drauf gewachsen ist, dann sieht das natürlich noch ganz anders aus. Junge, ich habe Cobblestone. Wir können uns da hochbauen. So. Und perfekt. Machen da noch so ein bisschen, also noch ein paar Fackeln hin so. Oben auch noch. So. Das sollte sogar auch schon passen eigentlich.
Gut, ja Leute, wir brauchen aber mehr Holz. Das wird nicht reichen. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Wenn ihr Lust habt, kann ich auch im nächsten Part mal oder in irgendeinem anderen Part vielleicht mal Hintergrundmusik anmachen. Also jetzt nicht die Minecraft-Hintergrundmusik, sondern so per Spotify so. Wenn das geht überhaupt, während der Aufnahme. Gut, ich gehe noch eben kurz, oder noch kurz die Gold-Axt noch mit. Gehen wir eben ein bisschen Holz sammeln. Jetzt habe ich keinen Bock, da wieder runter zu latschen, deswegen bleiben wir hier oben. Auch wenn ich den Wald gerne so behalten möchte, wie er ist, aber ja. So. Dann entfernen wir uns so ein bisschen von unserem Haus und ja, hier ist gut, hier ist gut. Hier können wir noch die nächsten Bäume abholzen. So, warte mal, ist der Stamm durch? Nee, noch nicht. Junge, jetzt habe ich die. Och, Alter, jetzt habe ich diesen einen Dings. Och, Junge, ey, das ist so, ey. No joke, ich bin echt lost. Ach, ich bin echt lost. Ich bin echt lost. Scheiße. So. Haben wir noch 26 davon. Machen wir, ja, das reicht erstmal noch nicht. Also ich würde schon so viel Holz wie möglich erstmal sammeln. Also was heißt so viel Holz wie möglich? Also jetzt nicht, dass wir jetzt hier den ganzen Wald niederbrennen und niederholzen, sondern einfach, ja, erstmal also viel Holz sammeln, will ich damit sagen. Damit wir genug Materialien für das Baumhaus erstmal haben. Damit wir nicht noch einmal laufen müssen. So. Ja, 53, das sollte reichen. Das sollte auf jeden Fall reichen. Okay. Ups, sorry. Machen wir die Säule auch noch höher. So um ein. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Und dann. Weiß nicht. Da sollen wir das mit Eichenholz füllen. Ich meine, Eichenholz haben wir ja genug so. Also, was heißt genug, können wir noch sammeln, so, aber so den Boden so als Tropenholz und dann die Wand so als, ich weiß nicht, wie würde das überhaupt aussehen, ich habe keine Ahnung. Müssen wir eben kurz das Holz aus der Kiste, ouch, aus der Kiste holen. Ich weiß nicht, wie das dann aussehen würde. Na, ich weiß nicht, ey. Ich weiß echt nicht. Oder die Wand aus Stein. Ich meine, ja gut, dann ist es halt kein richtiges Baumhaus mehr, weil Baumhäuser sind ja aus Holz so. Aber es wäre halt sicherer. Es wäre halt sicherer, vor allem wegen Gewitter dann halt, ne? Dass es dann halt nicht abbrennt.
Ich weiß halt, ich weiß nicht, ey. Ich habe echt keine Ahnung. Boah, Leute, ich habe echt so richtig null Ahnung. Oh fuck. Yo, diese eine Ranke, die hat mich gerettet. Oh Gott. Danke. Ach, egal, wisst ihr was, machen wir so Stein. Oder zu, ach nee, Leute, ey, nee, komm, wir machen Holz, komm. Das sieht dann, glaube ich, auch ein bisschen zu kacke aus. Ich meine, Stein sieht zwar kacke aus, aber wäre dann halt besser von der Qualität her, ne? Also, das ist dann halt nicht abfackelt. Aber nee, wisst ihr was, lassen wir das. Lassen wir das, lassen wir das, lassen wir das, lassen wir das. Gott, was habe ich jetzt gemacht? Ich bin dumm. Hier würde ich vielleicht noch so eine Art Balkon machen oder so eine Glasfront halt. Das wäre so mein Plan. Nee, wisst ihr was? Wir machen daraus eine Glasfront. Also hier wird dann kein Holz sein. So. Gut, gehen wir irgendwo drunter pennen. Oh, Alter. Chill. Ja, schlafen. Ach du, was ist das? Also wegen die kann ich nicht schlafen. So. Jetzt aber. Und dann würde ich schon mal sagen, ist ja dann schon mal die. Ich weiß, ich habe irgendwie keinen Bock immer hoch und runter zu laufen, aber das ist dann wohl anscheinend nötig, wenn wir nicht alles mitnehmen können. Alter. Dann stellen wir uns noch ein bisschen Tropenholz her. Mal. So. Haben wir so zwei Fenster. Hier ist dann die Tür. Können wir auch schon mal Sand sammeln, weil da unten ist ja Sand. Dann machen wir uns mal eben kurz eine Schaufel. Und dann können wir schon mal Sand für die Glasfront sammeln. Oh nein, 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 nein! Digga! Digga! Ach, Digga, ey, ganz im Ernst, diese Missgeburten, Alter. Och, Junge, das ist. Och, Leute, ey, ganz im Ernst, ey. Auch Creeper machen immer alles kaputt, Digga. Leute, ey, ganz im Ernst, ey, das. Das fuckt mich gerade richtig ab, ey.
Wir haben nur noch 6, ne? Ja, 3 Stück. Sollte reichen. Muss mal eben kurz eine Steinschaufel und dann gehen wir mal kurz unten. Also nach unten kurz und dann ein bisschen kurz Dings Sand sammeln für, ja, wie gesagt, schon für die Glasfront. Jetzt vielleicht nicht wie Tarzan über die ganzen Bäume springen, das wäre vielleicht sehr, sehr kontraproduktiv, sonst verrecken wir nämlich an Fallschaden. Ah, nein, hier ist Gravel. Oh Gott, da ist Gravel. Oh Gott. Oh Gott, da müssen wir uns, Alter, Abstand halten. Da müssen wir aber mega krass Abstand halten. Gravel ist einfach, Gravel ist, ich schwöre es dir, Gravel kommt vom Teufel persönlich. Ich schwöre es euch. So. 25, ja, das reicht safe. Das reicht safe. Das reicht. So. Da ist ein Papagei. Hier ist eine kleine Wasserschlucht. So, wir sind zu Hause und ich muss schon wieder essen, alter Junge. Ey. Nehmen wir schon mal unseren Kram hier mit nach oben. Die Workbench kann mit nach oben. Und unser Bett kann mit nach oben. Die Truhe lassen wir nach unten, würde ich sagen. Den Ofen können wir auch schon mitnehmen. Kohle noch ein bisschen für den Rest lassen wir eben fürs erste unten. Alter Junge. Okay. Ofen, Sand und Kohle. Dann kann das schon mal so ein bisschen zu Glas werden. Die Werkbank kommt dann hier hin. Ich sag, wenn man das runter gucken würde, sieht das eigentlich schon ziemlich cool aus, ne? Wenn jetzt hier noch Glas wäre, dann ja, dann sieht das safe gut aus. Dann machen wir noch so ein bisschen die Dings weiter. Na. Nein, uns fehlt einfach ein Block. Uns fehlt einfach ein einziger Block. Ah, Block gefunden. Lol. Nein. Müssen uns den Block holen. So. Gut. Und dann gehen wir auch bitte nochmal. Ey Leute, nee, komm, wisst ihr was, wir machen dann auch nicht direkt. Komm, wir machen dann jetzt auch die Kiste nach oben. Wir packen jetzt auch nach oben. So. Das ist noch. Okay, gut. Da ist die meiste Kacke noch drin. Dann packen wir unsere Kiste schon mal auch nach oben.
Oder keine Sorge, ne, das machen wir noch alles. Oh, Moment, ich muss noch, ich habe vergessen, noch den meisten Kram noch einzupacken, weil das passt uns nicht alles in unser Inventar rein. Keine Angst, Leute, das machen wir noch schöner. Das machen wir noch viel schöner. Das ist jetzt erstmal nur so vorübergehend. Jo, Alter. Nein. Ich will immer so da auf die Leiter springen, aber ich will immer runter. Mann. Ach, irgendwann schaffe ich das noch. Irgendwann. Werde ich das noch packen. Oder wollen wir die hier so packen? Hier. Na, ich weiß nicht. Oder draußen? Wir haben ja hier so mal das Ding hier gebaut, ne? Das ist dann so und dann hier eine Truhe, da das Glas halt. Nee, lassen wir das erstmal so. Lassen wir das erstmal so. Glas. Okay, das ist schon fertig. So. Hier Fenster rein. Da, oh. Es ist immer so ein großer Trigger-Moment, ne? So. Glasfenster auch da. Jetzt braucht man nur noch ein Dach. Ein Dach über den Kopf. Das können wir auch schon schnell machen. Oder machen wir das Dach aus Stein. Ja komm, wir machen das Dach aus Stein. Machen wir es so. Die Wände jetzt nicht aus Stein, aber dafür die Dächer aus Stein. So. Ein paar Torches platzieren. So. Und hier eine. Ups. Brauchen wir noch eine Tür und dann haben wir dann ja dann war es das sogar auch schon für den heutigen Part, glaube ich, sogar schon, ne? Wir haben ja schon so ein bisschen was gebaut schon, also wir haben schon ein bisschen was geschafft, ne? Um das mal so auszudrücken. Ist jetzt nicht so, als hätten wir jetzt hier nur irgendwo rumgestanden und nichts getan. Wir haben schon was geschafft hier, ne? Ach lol, jetzt fällt es mir erst auf. Der Regen hat aufgehört. Lol. Nice. Ja, dann würde ich sagen, war es das dann für den heutigen Part. Wir gehen dann nach draußen und werden uns dann den Sonnenuntergang anschauen. Ja, wunderschön. Dann, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren. Glocke aktivieren, nicht vergessen, damit ihr keinen weiteren Part Caves and Cliffs verpasst. Und Leute, bitte joint meinen Discord-Server. Link unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, ciao.